Ach, mein Arm, ja. Willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2, wieder mit dem Punkt und... Ja, wir haben eine neue Nachricht. Fangen wir gleich damit an. Wir haben ja Kazumi abgeschlossen, ist jetzt bei uns im Trupp. Und gucken, was wir als nächstes Ziel auswählen, ne? Martin Burns, Commander Shepard. Udin hat gesagt, die Nachricht würde sie erreichen. Sie wollen wissen, dass ich nicht vergessen habe, was sie an jenem Tag für mich getan haben, als sie mich... Ach so, der Typ. Mich als diesen irren Biotiker als Geisel genommen haben. Sie haben sie überredet, mich gehen zu lassen und mich lebendig von diesem Schiff runtergebracht. Ich will nicht lügen, ich habe diesen Job nur wegen der Macht angenommen. Das Problem der Biotiker war für mich ein Sprungbrett, das ich gut im Lebenslauf machen würde. Aber das war falsch. Wir alle dienen der Menschheit auf unsere eigene Weise. Ich weiß nicht, was sie tun, aber ich will dafür sorgen, dass die Menschheit Potenzial mit einem Minimum an Blutvergießen ausschöpft. Ich erhalte Dankesbriefe von L2-Biotikern, die gerade ihre Entschädigungszahlung bekommen haben. Eigentlich müssten diese Briefe an sie gerichtet sein. Ich dachte nur, dass sie das wissen sollten. Viel Glück. Ich stehe politisch ganz schön unter Druck und wüsste nicht, was ich ihnen als Hilfe anbieten könnte, aber wenn sie mich brauchen, lasse ich sie nicht im Stich. Martin Burns, Vorsitzender Unterkomitee für transhumane Studien. Ja, wir erinnern uns, das war auf diesem MSV-Frachttransporter, wo wir den Biotiker dazu überredet haben, den Burns da nicht den Kopf wegzuschießen. Als sie ihn als Geisel hatten, ja. Das waren noch Zeiten, Mass Effect 1. Ja, da war die Reaper-Bedrohung noch nicht so stark wie hier. Gucken wir mal, was die Crew hat. Im Moment schon. Okay, nichts Neues hat der Joker. Hat denn der Morden vielleicht etwas Neues für uns? Können wir auch mal wieder so eine kleine Dating-Sim-Folge, würde ich sagen, nicht? Kennen wir ja schon so ein bisschen aus den vorherigen Teilen. Bisschen ist gut. So, wir könnten forschen, glaube ich. Nein. Wir könnten forschen, glaube ich. Ja. Bisschen Tech-Schaden erhöhen. Warum nicht? Und Tech-Dauer, weil wir jetzt ja das zweite Upgrade haben. Gruppenbonus für 20%. Plus 20% Dauer für alle Tech-Kräfte. Traditionelles Universalwerkzeug sind auf präzise und detailreiche Arbeit eingerichtet. Eclipse-Techniker-Verfahren da ganz anders. Sie richten ihre Universalwerkzeuge für die schnelle Abgabe purer Energie ein, wodurch sie allerdings auf diffizilere Arbeiten nur noch unter Zuhilfenahme eines zweiten Werkzeugs bewerkstelligen können. Cerberus hat nun den Prototyp meines multi-operationalen Universalwerkzeugs hergestellt, das Dutzende verschiedener Konfigurationen erlaubt und sogar eine sofortige Wechsel zulässt. Wenn der Benutzer sich an eine andere Aufgabe macht, an Endresultate sollten bessere Ergebnisse in allen nur denkbaren Anwendungsgebieten sein. Ich habe mich jetzt so oft verhaspelt. Egal, ich konnte es noch einigermaßen vorlesen. So, hier können wir nichts machen. Und wir tauschen auf jeden Fall gleich auch erst mit dem Raketenwerfer aus. Hey, Morden. Shepard, haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group. Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen. Und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Okay. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Die Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Oh, das nenne ich mal sehr vital für eine Kroganer. Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Oh mein Gott, sie mutieren. Vielleicht hatten sie einfach nur ein Jahr lang mehr Glück. Oder es sind weniger Söldner weg, sodass mehr Kroganer zur Wiederbevölkerung da waren. Bitte, Shepard. Soziale und umweltbedingte Faktoren wurden berücksichtigt. Bin kein Anfänger. Populationszunahme ist Ergebnis von Anpassung an Genophage. Andere Möglichkeit nicht vorhanden. Das ist... Ja... Was geschah denn dann? Was hat Ihr Team unternommen, als klar wurde, dass die Kroganer die Genophage langsam überwanden? Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker.
erstellten neue Version der Genophage, haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Was? Haben Sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Das stimmt, aber es ist wirklich... Naja... Wenn die Kroganer so gefährlich sind, warum haben sie dann nicht gleich sterilisiert? Bin kein Kriegsverbrecher, kein Mörder. Genozid nicht nötig. Kroganer sind gewalttätig und aggressiv, aber es gibt Ausnahmen, müssen bewahrt werden. Die Modifikation der Genophage schützte die Galaxie und gab den Kroganern die Chance zu überleben. Alle gewinnen. Gut für uns, gut für sie. Ja, mehr gut für uns als für sie, glaube ich. Wie haben sie die modifizierte Genophage verteilt? Geheimaktionen. Krankenhäuser, Clanzentren, Wasserversorgung. Sehr schwierig. Gibt nicht viele Salarianer auf Tuchanka. Team wurde einige Male gefasst. Musste sich freikämpfen. War chaotisch. Besser, wenn alles klappte wie geplant. Wie hat Ihre Modifikation der Genophage funktioniert? Die Evolution der Kroganer führte an den Angriffspunkten der Genophage zur Ausbildung von genetischem Code, der die Krankheit schwächte. Die Modifikation sorgt dafür, dass dieser Code woanders benutzt wird und die Krankheit wieder wirken kann. Funktioniert einwandfrei. Interessant. Ja, eigentlich im Prinzip war es das Falsche, aber doch das Richtige. Aber wir sagen einfach mal. Das haben Sie sicher noch nicht vielen erzählt, Morden. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie es mir mitteilen. Sie sollten wissen, dass ich bereit bin, das Notwendige zu tun. Ich dachte, ich habe es gemutet. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. So, gemutet. So. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Reden! Haben Sie mal eine Minute Zeit. Nicht jetzt. Weiß jetzt vermutlich, warum Kollektoren an Menschen interessiert sind. Moment. Nein, nur ein Herz. Kroganer haben zwei. Vergessen Sie es. Noch etwas? Dann können wir doch reden, oder? Oh. Zurück an Bin hier, Arbeit. Wenn Sie mich brauchen. Back to work. Now. Okay. Ja, wir gehen ja schon. So, Jacob. Kann ich Ihnen... Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Ich grinse. So schnell? Okay, dann nicht, Jacob. Dann halt kein Gespräch. Dann rüsten wir uns erstmal hier mit den nächsten Vernichtungswaffen aus. Und ich habe irgendwie das M8 gerade wieder so ein bisschen lieb gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Das behalten wir jetzt erstmal. Die Schrotflinte habe ich, glaube ich, noch gar nicht so oft benutzt. Die lassen wir auch erstmal drin. Das Prezi-Gewehr lassen wir drin. Die Handkanonen lassen wir drin. Aber den Raketenwerfer. Da zeige ich euch jetzt den M622 Avalon. Schiedtechnologie der Kryo-Munition wird zum Modifizieren von Standardmunition benutzt. Eine Abkühllaser verwandelt die Munition in Bose Einscheinkondensat. Ein Masse ultra kalter superatomarer Partikel, die getroffene Ziele schlagartig einfrieren können. Yeah! Die Wissenschaftler der Normandy haben eine neue Anwendung für diese Technologie entwickelt. Durch das Erzeugen von des Masseneffekt-Blase ist eine weitaus stärkere Waffe entstanden, die gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren effektiv ist. Sie trägt den Spitznamen Kryo-Blaster. Cool. Wir können Leute einfrieren. Nice. Okay. Ganz ruhig, kleinen Punkt. Ganz ruhig. Es ist nur ein neues kleines Spielzeug. Nice. Okay. Hat denn die Crew noch irgendwas zu berichten? Hat die Familie es geschafft? Die Kulturen haben also New Kenton angegriffen? Ja, aber meine Frau und meine Tochter sind gerade noch rausgekommen. Oh, mein Glück. Sie ruhen sich in diesem Moment in San Francisco aus. Auf der Erde? Wow. Das sind gute Nachrichten. Schon, aber ich kannte viele gute Menschen in New Kenton. Unsere Mission muss erfolgreich sein. Aber sowas von... Zum Glück hat Shepard das Kommando. Haha, und ich stehe zum Glück auch nicht gerade direkt neben Ihnen. Dankeschön für dieses Kompliment. So, gehen wir mal aufs Klo und... Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Hoppala. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich. Hey, Kazumi. Hey, haben Sie kurz Zeit? Aber natürlich. Ich weiß Ihre Hilfe bei dem Hockraub wirklich zu schätzen. Aber gern. Ich bin KGs Greybox durchgegangen. Es ist schön, ihn wiederzuhaben. Wenn auch nur in dieser Form. Ich vermisse ihn. Du glücklich bist. Kaum jemand besucht Dr. Chakwas in ihrem Büro. Ich meine, außer wenn es um medizinische Hilfe geht. Ich habe gehört, Sie hätten einen Drink mit ihr genommen. Das finde ich nett. Nach allem, was geschehen ist, sind alte Freunde wohl ein richtiger Luxus geworden. Ja, ich glaube, wir sollten gleich nochmal bei der Chakwas vorbeigehen. Gabby und Ken wären ein großartiges Paar.
Aber ich bezweifle, dass Ihnen das jemals auffällt. Ja, das stimmt. Kommen Sie später wieder. Dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Wir sind sogar mein. Hahaha. Ach ja, na okay, dann reden wir gleich nochmal mit der Chuck-West. Darunter gehen wir, glaube ich, auch sowieso nochmal. Hören uns, was Sally zu reden hat. Dann. Commander, was kann ich Ihnen sagen? Haben Sie eine Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Natürlich, oh, ich werde von ihm hier abgewiesen. Oh. Im Chefkoch hier haben wir auch immer noch nicht seine Zutaten gebracht, die er gerne haben würde. Gucken wir mal, ob der Garrus. Nein, hat nichts zu reden, bestimmt. Kenn ich doch. Shepard, haben Sie mal eine Minute? Kann das warten? Ich stehe gerade mitten. Ich stecke gerade mitten in einigen Kalibrierungen. Ja. Der Garrus. Medizinisches Labor. Hallo. Commander? Oh. Ich habe den Eisbrandy mit Ihnen sehr genossen. Und hoffe nur, dass ich nicht zu unprofessionell war. Brandy steigt mir immer direkt in den Kopf. Schön, dass Sie sich mal geöffnet haben. Mir war wohl gar nicht klar, wie nötig es war, das alles mal rauszulassen. Aber ich habe Ihnen kaum eine Chance gegeben, selbst was zu sagen. Dann eben jetzt. Was denken Sie? Alle verlassen sich auf uns. Wir dürfen Sie nicht enttäuschen. Sowas wie Sie wird heute einfach nicht mehr hergestellt, Shepard. Na gut. Dann versprechen Sie mir, dass wir jedes Jahr eine Flasche leeren. Die nächste geht auf mich. Okay. Cool. Einmal im Jahr. Okay, gucken wir mal runter. Vielleicht haben wir Ken und Gabby was zu sagen. Und Said sowieso. Und ich glaube, mehr Crewmitglieder haben wir ja noch gar nicht. Ja, wir müssen das Schiff langsam füllen. Ah, Shepard. Nein? Verdammt, Shepard, ich habe gerade Nostalgie geschwelgt. Oh, Entschuldigung. Ich habe mal einen Frischling bei einer Infiltration einer Eclipse-Basis auf Titus beschattet. Netter Junge. Aber dem hätte man nie ein Gewehr geben dürfen. Im Shuttle auf dem Weg nach unten hat er in seinen Helm gekotzt. Wir sind in Turbulenzen geraten und wie das ganze Zeug da so rumgeflogen ist, hat er gedacht, er hätte den Kopfschuss abgekriegt. Ist wieder zur Allianz zurück. Ist jetzt, glaube ich, Gouverneur. Ja, die ganzen Loschen gehen wieder zurück. Wir haben mal versucht, eine Geschützstellung bei einer Basis auf Vatar zu räumen. Egal, was wir versucht haben, keine Chance. Irgendjemand hatte die tolle Idee, ein Mädchen zu entführen, ihr Granaten umzuschnallen und sie den Typen in dem Bunker verführen zu lassen. Schrecklich. Boah. Naja, sie geht also hin, klopft an die Tür und nichts. Die Granaten sind nicht hochgegangen. Aber der Typ hat aufgehört zu schießen und wir haben uns vorbeigeschlichen. Hab nie erfahren, was passiert ist. Kannst du dir, glaube ich, denken, Said. Ich sollte sie gehen lassen. Oh Mann. Wir unterhalten uns später weiter. Oh, sowas ist eigentlich nur grausam, wie man sowas macht, ey. Boah. Unglaublich. Die neuen Verstärkungen für die Panzerung haben die gravimetrischen Profile über den Haufen geworfen. Aber die Triebwerke sind einsatzbereit. Ich habe die Gilburn-Koeffizienten neu eingestellt und den bisherigen Einlauf der Nebenstabilisatoren angepasst. Oh, sehr gut. Ich liebe es, wenn Sie schmutzige Sachen sagen. okay. Ja. Okay, wir gehen mal lieber wieder hoch, glaube ich. Nun gut. Dann war das auch, glaube ich, erstmal von dieser Folge wieder etwas. Das haben wir ja ganz gut wieder in eine Folge reingepresst, würde ich sagen. Ist ganz gut, wenn wir nicht einfach so mitten in der nächsten Folge wieder so zur Hälfte damit weitermachen müssen und dann erst wieder anfangen und... Ach, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss von eurem Punkt.